Bevor das eigentliche Video beginnt, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass sich unser Bewerbungssystem ein bisschen geändert hat. Und zwar bewerbt ihr euch jetzt über unseren Discord-Server. Entsprechende URL hier unten nochmal eingeblendet, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung zusammen mit einer Anleitung. Ihr klickt also einfach auf den Link, kommt auf unseren Discord-Server und links an der Seite im Text-Channel findet ihr die Bewerbungs-Channel. Und dort könnt ihr entsprechend euch für die verschiedenen Teams bewerben. Also das Bauteam, das Konzeptteam, das Supportteam, das Entwicklerteam und das Grafikerteam. Wenn ihr also Interesse habt, uns in den Bereichen zu unterstützen, dann kommt gerne auf unseren Discord-Server und bewerbt euch darüber. Da ist auch nochmal eine genaue Anleitung. Und jetzt würde ich sagen, ja, das war's erstmal und viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Ethereal Server Log auf diesem Kanal. Ich begrüße euch ganz recht herzlich, wünsche euch einen wunderbaren guten Tag und heute wird es etwas heißer, denn wir schauen uns ein Dorf in der neuen Wüstenprovinz an, die wir vor einiger Zeit definiert haben. Ich weiß nicht genau, ob ich es euch schon erzählt habe, aber wir haben die Survival-Welt soweit in verschiedene Provinzen eingeteilt. Ich glaube 32 oder 33 sind es. Die haben später eine bestimmte Bedeutung, aber dazu gehe ich jetzt heute nicht unbedingt genau ein, sondern heute wollen wir uns einmal diese, naja, Oasen Provinzstadt anschauen oder Dorf, wie auch immer, ist schon ein bisschen größer auf jeden Fall, und da mal ein paar Eindrücke zu einem neuen Stil sammeln, der sich hier eben in dieser Wüstenprovinz so ein bisschen ausgebreitet hat und den natürlich später auch erkunden werden könnt. Das heißt, ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit einem kleinen Überblick über das Ganze, indem wir einfach mal ein bisschen hochfliegen und einfach mal so ein bisschen den Eindruck zu gewinnen, um was es hier eigentlich geht. Das werdet ihr natürlich später, wenn ihr da unten als Spieler langlauft, nicht mehr haben. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen einen Überblick hat. Und deswegen werden wir hier auch erstmal im Groben drüber fliegen. Das Ganze ist relativ groß aufgezogen. Wir haben hier die Berge an der Seite. Wir haben hier hinten die Wüste in die Richtung. Und hier vorne geht es, wie ihr hier schon seht, zum Meer. Und deswegen haben wir hier vorne auch so ein bisschen, wer das Piratendorf-Video schon kennt, was ich ja auch schon mal in einem Serverlog, glaube ich, gezeigt hatte, kann ich euch oben auch gerade nochmal verlinken. Da war das hier vorne mit dem Hafen ähnlich aufgebaut. Da waren nämlich hier auch immer verschiedene Stege und kleinere Häuser, Inseln, die davor gelagert waren. Gefällt mir ziemlich gut, aber so viel zum Überblick hier. Ich würde ganz gerne erstmal ein bisschen das Ganze chronologisch so ein bisschen von hinten hier aufarbeiten. Einfach damit ihr am Anfang mal so ein bisschen den Überblick habt, was in diesem Video so alles gezeigt wird. Der Stil hat sich wirklich relativ, ich glaube, in den letzten 2-3 Monaten entwickelt. Haben sich ja größtenteils Mr. Mac und Nilox, glaube ich, dran gesetzt. Und diese Provinz hier, beziehungsweise diese Provinz, Dorf, Stadt, wie auch immer, aufgezogen. Da wird man später auch drum kämpfen können und sowas. Aber letztendlich zum größten Teil der Zeit wird es natürlich neutral sein oder relativ neutral in Anführungsstrichen, und man wird das hier alles erkunden können. Da werden dann auch NPCs sein und Questgeber und alles mögliche. Deswegen, ja, würde ich sagen, beginnen wir erstmal. Wir kommen also hier rein, natürlich wird hier später noch ein bisschen mehr passieren, ist halt jetzt momentan nur der Eingang hier, und haben hier erstmal diesen Weg. Wir haben auf der linken Seite also den Berg hoch, entsprechend so ein bisschen plateauartig, so ein bisschen, plateauartig trifft es eigentlich ganz gut, die ganzen Felder hoch. Hier immer mal wieder so kleine Unterteilung mit ein paar Bächen und sowas, die da durchgehen. Das Ganze ist also, wie gesagt, so oasenmäßig gehalten, denn wir haben hier eben Wasser und da können entsprechend die Pflanzen dann auch wachsen. Und ich finde, das sieht immer sehr schön aus, wenn man eben hier überall eigentlich nur Sand und Stein hat und dann eben zwischendurch mal wirklich so ein paar Spots sind, wo eben auch so ein bisschen grün ist, wo ein bisschen Leben ist. Und das Ganze, finde ich, wirkt immer sehr schön. Hier sind auch ziemlich viele mit so Zitrusfrüchten und was auch immer das jetzt für eine passende Frucht ist. Vielleicht, keine Ahnung, Granatapfel, was auch immer, was hier eben in diesen Gefilden angebaut wird. Und ich finde, das macht das Ganze auch richtig schön farbenfroh und gefällt mir auch ziemlich gut. Nur mal nebenbei, falls ihr wieder fragt, wir haben ja das Etheria Texture Pack. Das ist praktisch letztendlich das Default Texture Pack, was entsprechend ein paar angepasste Texturen hat, wie zum Beispiel da hinten. Wenn ich jetzt wüsste, wie man hier zoomt, könnte ich da auch ranzoomen. Okay, das war's nicht. So, ich bin hier kurz rausgetappt, sorry. Ja, hier ein solches Gitter oder eben auch hier den roten Sandstein oder diesen orangefarbenen Sandstein. Nur mal ganz kurz eingeworfen, sorry, bin schon wieder vom Thema abgekommen, aber das haben wir eben auch jetzt hier noch umtexturiert, damit das hier alles ein bisschen besser zusammenpasst, weil vorher war der schon ein bisschen augenkrebslastig, sorry, aber ich glaube, so kann man es ganz gut ausdrücken. Ich würde sagen, wir gehen hier also erstmal hoch und wir haben hier immer wieder so kleinere Häuser. Ich
weiß jetzt noch nicht, ob die eingerichtet sind, hier jetzt zum Beispiel noch nicht. Deswegen gehen wir da jetzt mal nicht genauer im Detail drauf ein, aber ich finde es vom Design halt hier ziemlich cool, weil wir haben oben entsprechend die Holzdächer oben drauf, aber die sind wieder sehr schön verwinkelt gebaut. Ihr seht zum Beispiel, wir haben hier immer wieder kleine Balkone oder hier auch verschiedene Plateaus, wo man zum Beispiel dann hoch kann und sowas und da ganz viele verschiedene Ebenen eben drin hat, und das macht das Ganze wirklich um einiges, finde ich, authentischer auf jeden Fall, als wenn man da einfach nur so kleine Blockhütten überall hat. Ist natürlich schon in gewisser Weise ein bisschen wohlhabender das Ganze, das ist natürlich klar, aber ich denke, das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, wenn man hier vorne einen Hafen hat und hier entsprechend natürlich an so einer Quelle sitzt, wo ja eigentlich mehr oder weniger sonst in der Wüste nicht wirklich viel Leben und Möglichkeiten gibt, da irgendwie, sagen wir mal, sich eine Lebensgrundlage aufzubauen. Ich sehe, hier hinten ist es zum Beispiel schon ein bisschen eingerichtet, da werden wir zum Beispiel gerade mal reinschauen. Wir haben also hier das Ganze schon etwas einfacher eingerichtet, das heißt hier unten zum Beispiel mit so ein bisschen was zum Liegen auf dem Boden, aber doch in gewisser Weise kommt man hier hoch. Ich habe es ehrlich gesagt mir selbst noch nicht so genau angeschaut, das heißt, ich schaue mir das hier auch gerade erst ein bisschen, erkunde das hier zum ersten Mal so richtig im Detail. Wie gesagt, wir haben hier unten zum Beispiel ein bisschen eine Schlafmöglichkeit, hier ein bisschen was zum Kochen. Das Ganze natürlich relativ verwinkelt, relativ eng gebaut, weil eben doch nicht so ewig viel Platz ist. Aber natürlich finde ich die Einrichtung trotzdem ganz nett soweit und passt, finde ich, auch thematisch da sehr gut dazu. Wir gehen also hier einfach mal hoch und diese Wege, die habe ich auch noch nicht wirklich ergründet, wo die überall lang führen. Es geht hier nämlich irgendwie tausendmal um die Ecke und jetzt führen wir hier hin. Hier unten haben wir zum Beispiel Lamas, ja, dann wieder so komplett vom Thema ab, aber hier haben wir ein paar Lamas, die bemerkenswert ruhig stehen und mich wahrscheinlich gleich anspucken, deswegen gehen wir wieder lieber mal weiter weg. Finde ich auch immer sehr schön, dass wir hier zum Beispiel diese Eingänge immer mit so einem kleinen Bogen haben, ist auch so ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, was relativ häufig verwendet wurde und was mir ziemlich gut gefällt. Hier oben haben wir die eigentlichen Quellen, wo das herkommt. Das heißt, das Wasser fließt einmal hier lang durch diese Aquädukte aus Holz. Immer mal ein bisschen hier zum Beispiel durch so ein Zwischenwasserbecken unterteilt, dass man hier beispielsweise vielleicht auch später noch was abzapfen könnte, potenziell. Und das Ganze wird dann hier entsprechend über die Felder verteilt. Und das hier ist praktisch dieser komplette Feldkomplex, den wir hier haben. Sorry, wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen unübersichtlich alles zeige, aber wie gesagt, ich möchte es halt irgendwie einigermaßen ganz gerne irgendwie in einem Video reinbringen und ja, bin da noch nicht mehr, muss da erst wieder ein bisschen reinkommen, glaube ich, weil ja die letzten paar Jahre auch nicht so aktiv war, aber egal. Wir schauen uns das also mal an. Wir haben verschiedene Ebenen hier wieder, immer mal ein bisschen durch Wasser durchzogen. Wir haben hier verschiedene Pflanzen, die hier wachsen. Ich glaube, das sind so... ich möchte mich jetzt nicht festlegen, es sind Pflanzen, die man nutzen kann. Auf jeden Fall, finde ich, sieht es ziemlich cool aus, auch mit den verschiedenen Stadien hier. Wir können also hier jetzt einfach mal hochgehen, hier immer wieder, was ich übrigens auch, das ist hier generell ein Minecraft-Feature, aber was ich hier ziemlich so atmosphärisch finde, sei mal, ist, dass wir hier mal wieder so ein paar Tropfen runterkommen. Das wirkt irgendwie ziemlich cool, vor allem, wenn man da gerade runterläuft. Und dann kann man hier auch immer gleich noch wunderbare Ausblicke hier entsprechend über die ganze Welt und kann sich das Ganze hier etwas zu Gemüte führen. Hier auch immer wieder so mit, Kokospalmen oder Kakao. Wächst Kakao an Bäumen? Ich glaube schon. Hoffentlich. Wenn nicht, ist es ein bisschen komisch, aber egal. Wir können also hier auch immer wieder runtergehen und hier auch weiter durch, zum Beispiel dann hier mal durch diesen kleinen Weg zu diesem Bauernhaus, was hier ein bisschen weiter drin, ja, angesiedelt ist, sag ich jetzt mal. Ist auch extrem sporadisch eingerichtet, wollte ich eigentlich sagen. Und ja, ist, glaube ich, hier auch wirklich nur so ein kleiner Schuppen, um beispielsweise irgendwie so Arbeitsutensilien und sowas unterzubringen. Also ist jetzt in dem Sinne kein Wohnhaus. Aber finde ich auch immer ziemlich cool, auf so kleine Details immer mal zu achten. Und bricht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen auf, wenn man hier mal so ein bisschen wieder so ein kleines Häuschen drin hat. Das Ganze geht hier auch wieder weiter hoch. Ich finde diesen Weg hier ziemlich schön. Man kann hier immer wieder schön rausschauen. Und hier oben entsprechend so ein bisschen weiter hochgehen. Und immer wieder einen kleinen Ausblick erhaschen. Und hier dann eben nach und nach sich bis hier ganz vorarbeiten, wo man eben hier nochmal so einen kleinen Platz hat. Und hier geht es auch wieder weiter. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Sachen, die man da irgendwie entdecken kann. Das ist auch eigentlich prädestiniert, um da irgendwelche Easter Eggs oder sowas reinzupacken. Aber ich denke, wir können bei der Gelegenheit einfach hier gerade mal runtergehen und von der anderen Seite das Ganze mal ein bisschen betrachten. Hier kommen wir übrigens gleich nochmal zu, das ist im ganzen Hafendistrikt, aber nach und nach erstmal. Das Video wird wahrscheinlich wieder etwas länger werden. Wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Moment.
10 Minuten etwa. Okay, also wie gesagt, das Ganze wird ein bisschen länger werden, aber ich denke, das ist auch nicht so problematisch. Ansonsten kann man ja einfach ein bisschen skippen, wenn das irgendwie ein bisschen zu lange ist, nicht ein bisschen zu viel erkläre zu. Aber, wie gesagt, das Ganze ist, finde ich, doch immer einen Blick wert, das mal wieder zu zeigen, was sich so getan hat. Und, ja, wir werden also hier mal ein bisschen durchgehen, wieder so halb durch den Park hier. Ich glaube, es ist sogar ein Park, der sich hier praktisch so ein bisschen außenrum abgelagert hat. Das heißt, wir haben hier praktisch so die Felder an der Seite. Und dann geht der eigentliche Weg ja hier außen rum. Und hier in der Mitte befindet sich dann hier so ein kleiner Park. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Hier haben wir zwar schon eine größere Fläche, wo man beispielsweise vielleicht auch so eine Versammlung oder sowas abhalten kann. Ist vielleicht so gedacht oder ein bisschen so auch so theatermäßig, dass man eben hier unten irgendwie Schauspieler was vorspielen oder sowas. Und hier das ganze Publikum sitzt. Also da gibt es viele Möglichkeiten und ich finde, vielleicht können wir es auch hier mit den Kerzen drauf vielleicht so ein bisschen zum Predigen oder sowas nutzen. Also finde ich so einen Zwischenplatz ziemlich cool, die Idee daran. Ich glaube jedenfalls, dass es die Idee dahinter war. Wenn nicht, trotzdem cool. Wir können hier an die Seite, hier ist so ein bisschen der Friedhof des Ganzen. Also immer wieder hier so ein bisschen mit hinten in der Gruft. Und hier nach und nach immer wieder so kleineren Kreuzen und Grabsteinen und sowas. Auch ziemlich viel Winkel gebaut, gefällt mir auch ziemlich gut, weil es eben alles nicht so gerade ist, wie es beispielsweise teilweise von Straßen in der Handelsstadt ist oder sowas. In der Handelsstadt, was war das eben, in der Handelsstadt ist. Sondern das eben einfach so ein bisschen, naja, angepasster ans Terrain ist. Wir kommen hier jetzt in einen, naja, eigentlich in den Haupttempel rein. Das Ganze ist hier so ein Tempel, in dem man hier entsprechend eben unten reinkommt. Wir haben hier immer wieder so ein paar Grabstätten oder, naja, Gruften, wie auch immer. Mit so ein paar Sarkophagen drin oder sowas. Und das hier finde ich auch ziemlich cool. Wir haben hier also diesen Innenhof, der hier unten so ein bisschen mit wahrscheinlich irgendwie heiligem Wasser oder sowas, einer heiligen Quelle, naja, bevölkert, bewässert ist, wie auch immer. Und ich finde, das wirkt irgendwie ziemlich cool, dadurch, dass hier eben oben einfach kein Dach drin ist. Das Ganze ist auch schon ein bisschen mehr verfallen, das heißt, wir haben hier so immer wieder ein paar Löcher drin. Aber das Ganze ist natürlich trotzdem noch intakt von den entsprechenden, naja, Priestern oder wie auch immer da gerade so zuständig ist. Wir haben hier also auch so ein bisschen was und hier entsprechend auch noch hinten eine, naja, einen abschließenden Raum, sage ich jetzt mal, wo hier mir auch noch so ein paar alte Schriften wahrscheinlich untergebracht sind und hier auch wieder verschiedenste Möglichkeiten. Wir können hier gerade mal hochgehen. Hier geht eine kleine Treppe hoch und da kommen wir dann hier entsprechend oben auf das Dach des Ganzen und können hier auch nochmal rumgehen und haben da von hier vorne auch wieder einen sehr schönen Ausblick auf das Ganze, denn ich finde, wenn man hier beispielsweise hochgeht, sieht man das Ganze relativ gut. Und vor allem, das ist eben ein Punkt, den ihr später auch erreichen könnt, und wenn ihr praktisch nicht fliegen könnt. Und ich finde, es kommt eigentlich schon fast daran ran, wenn man da mal ein bisschen drüber fliegt. Also, finde ich, gibt es hier sehr viele Spots, die, ja, so Fotokarten-like sind, wo man sich einfach mal so schön so ein bisschen, naja, hinstellen kann, die Gegend genießen kann und, ja, da einfach mal ein bisschen auch Eindrücke sammeln kann, was man da in so einer Wüste alles bauen kann. Weil ich finde, es gibt relativ viele Bauwerke, die man irgendwie in Wüsten sieht, auch irgendwie in Videos oder irgendwie auf Planet Minecraft oder und sowas. Und ich finde, das ist irgendwie relativ gut getroffen, echt. Weil man hat hier nicht so viele Möglichkeiten von der Materialauswahl, dadurch, dass alles irgendwie relativ aus Sandstein besteht, Sandstein, alles Mögliche. Aber dafür ist es wirklich ziemlich gut geworden. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Kann man hier noch irgendwie hoch? Nein, es sind auch wieder einfach entsprechende Einrichtungen. Hier kommen wir jetzt also zu dem Bereich, der hier einfach so ein bisschen aus Häusern besteht. Das heißt, es ist diese komplette äußere Seite. Wir können hier jetzt einfach mal, da will ich nicht so extrem ins Detail eingehen, weil es, ja, entsprechend sind halt Häuser und es sehen auch alle sehr schön aus und schön aufgebaut, dass es hier entsprechend so ein bisschen hochgeht. Aber das könnt ihr natürlich später, wenn ihr da Interesse daran habt, auch noch alles selbst so ein bisschen erkunden. Möchte ich jetzt natürlich auch nicht so komplett alles immer vorne wegnehmen. Aber wie gesagt, hier unten haben wir noch so einen kleinen Pavillon im Garten drin, im Park. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal weiter und können dann hier entsprechend so ein bisschen da oben, ja, geht's auch noch ein bisschen weiter, können dann hier entsprechend so ein bisschen in den Hafendistrikt reinkommen. Hier unten, wie gesagt, nochmal so ein bisschen weitere
weitere Gärten immer mal wieder, so ein bisschen den Park von der Seite. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal vor, beziehungsweise erstmal bevor, nach einer Viertelstunde oder sowas. Und schauen uns das Ganze an. Es gefällt mir hier zum Beispiel auch wieder sehr gut, dass man hier einfach dieses Haus da drüber gebaut hat. Und dann letztendlich dahinter zum Leuchtturm geht. Das, ich glaube, am Leuchtturm würde ich entsprechend abschließen, weil da nochmal ein schöner Überblick wahrscheinlich auch drin ist. Wir gehen also einfach mal hier runter und haben hier also verschiedene Kräne, verschiedene, lol, Papageien, Papageis, Kakadu, hallo, hallo, was machst du denn hier? Hocken da einfach rum und würdigen mich keines Blickes. Nee, hier, okay, hallo. Gut, wir haben hier auch auf jeden Fall diese paar Vögel. Generell, wer es noch nicht wusste, der Server ist auf die 1.12 geupdatet, wo ich gerade die Vögel sehe. Habe ich noch gar nicht erwähnt, aber seht ihr eigentlich eh auch, wenn er versucht auf den Server zu joinen. Also ist von dem her eigentlich auch nicht ja, so verwunderlich. Merkt ihr eh, wenn er mit einer 1.10 drauf wollte, dass das nie mehr so ganz geht. Aber wir haben hier, wie gesagt, unten so ein bisschen Hafendistrikt. Und da haben wir eben auch so ein paar ja, Zelte und so marktähnliche Sachen. Das heißt, wir haben hier so Netze und Fisch, was hier verkauft wird. Was haben wir hier? Hier wird zum Beispiel Käse verkauft, der schön saftig daraus tropft. Hier so ein bisschen Fischhändler und hier wahrscheinlich auch noch andere Händler für verschiedenste andere Sachen. Größtenteils natürlich Fisch, denn das Ganze ist ja hier vorne natürlich auch ein bisschen Fischerdorfmäßig. Hier werden zum Beispiel ein paar Melonen verkauft, durch die man durchgucken kann, wenn ich die Shader anhabe, aber egal. Ja, und was ich hier immer sehr cool finde, ist, dass wir eben hier diese verschiedenen Stege haben, die hier noch so ein bisschen vorführen, das Ganze eben, ja doch ein bisschen noch erweitern nach vorne. Wir haben hier immer wieder so kleinere Schiffe, hier wird zum Beispiel, glaube ich, gerade eins irgendwie ein bisschen beladen oder sowas, hier kommt gerade eins rein und wir können hier eben durch diese kleinen Stege, ich meine, hier ist auch nicht tief, aber wir haben hier entsprechend immer wieder diese kleinen Inseln, die hier vorgelagert sind und wovon dann noch weitere Stege abgehen. Gefällt mir also sehr gut. Was ist mit meiner Stimme los, hey? Ist wahrscheinlich einfach noch zu früh, ehrlich gesagt. Ja, ist immer ein bisschen vorgelagert, hier zum Beispiel auch mit so einem kleinen Rundgang hier noch außen rum. Also sieht immer, lol, was war das? War hier auch wieder irgendwie so ein Vogel. Ah, hier ist wieder so, die machen ja lustige Geräusche, hey. Hallo, Mr. Vogel, hallo. Oh Mann. Aber ich habe das Gefühl, dass die Tiere sich nicht mehr so viel bewegen. Also vielleicht ist es auch einfach, keine Ahnung, ist zu heiß. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die vorher mehr rumgerannt sind. Aber naja. Hier hinten haben wir dann entsprechend noch so ein bisschen eine Werft, in der diese ganzen, Boote gebaut werden. Diese Fischerboote, die eben hier überall rumfahren. Relativ klein, aber fein, finde ich. Ist eigentlich genau die richtige Größe für die Stadt und da passt auch eben genau dieses Boot rein, was hier entsprechend wirklich nur so Fischerboote eigentlich sind, vielleicht minimal so kleine Handels- oder Erkundungsschiffe oder sowas. Das heißt, wir können hier auch nochmal rum, hier auch wieder entsprechend mit Stegen ran, aber letztendlich auch einfach ein paar Häuser. Ja, so viel also zu dieser Seite hier. Ich denke also, wir haben schon relativ viel gezeigt. Ich würde ganz gerne hier hinten nochmal zum Leuchtturm gehen, weil ihm auch sehr gut gefällt vom Design her. Oben mit dem fetten Leuchtfeuer drauf. Die ganzen fliegenden Sachen hier, die ignoriert ihr jetzt einfach mal. Diese Schilder und die Wollmarkierungen ignoriert ihr auch einfach mal. Und ja, hier oben fliegen, wie gesagt, noch ein paar Schiffe rum. Das könnte ich vielleicht nochmal zeigen, das sieht ziemlich cool aus. Aber wie gesagt, hier auch nochmal schön zu sehen, der rote Sandstein. Und ich finde, der passt da einfach jetzt viel mehr rein. Der ist so ein bisschen lehmartiger und passt, finde ich, auch mehr, okay, es ist jetzt zu weit weg, aber passt auch ein bisschen mehr zu den anderen Clay-Sorten. Und vor allen Dingen kann man ihn jetzt auch in Kombination mit dem normalen Sandstorm benutzen, weil es eben sonst einfach, ja, eigentlich, naja, ich möchte es mal nicht weiter benennen, aber echt eigentlich unmöglich war die Farbe. Da weiß ich halt auch letztendlich, wie sie auf diese Farben gekommen sind. Aber wir können hier einmal schön rumlaufen. Ihr seht, hier ist das große, weite Meer, mit das hier eben entsprechend in die ganzen Schiffe nochmal kommen können. Und ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss gehen wir hier einfach mal hoch. Hier eine schöne Wendeltreppe, die wahrscheinlich jetzt ewig dauert, bis ich da oben bin. Aber immer schön gewendelt, schön ein bisschen Drehwurm reinbringen, damit das Ganze auch noch einen schönen Abschluss hat, damit man danach frühstücken geht und mal eine komplette Drehung drin hat. Ja, und hier oben ist praktisch direkt da oben das Leuchtfeuer drüber. Und hier haben wir noch so ein bisschen Ausblick über das ganze Hafenviertel, über hier entsprechend diese komplette See-Seite.
die sich hier erstreckt. Ich kann hier einfach nur mal kurz hochfliegen und einfach mal zeigen, weil teilweise immer auch ein bisschen interessant ist, vielleicht was da oben rumfliegt. Es sind einfach verschiedene Designs von Schiffen. Ich würde mal vermuten, dass sie wahrscheinlich größtenteils wieder Mr. Marco gebaut hat. Ja, es sind einfach verschiedene Designs. Ich weiß jetzt nicht, ob man die irgendwie zeigen soll oder nicht. Aber jedenfalls, ja, zeige ich die einfach mal. Wir haben hier so ein bisschen so Lastkähne. Die wurden jetzt, glaube ich, nicht benutzt. Und hier drüben ist auch so ein bisschen größeres Kriegsmarineschiff, sage ich jetzt mal, mit so einem Sporn vorne dran. Ist, glaube ich, relativ bekannt auch aus, naja, geschichtlichen oder einfach anderen Spielen oder Filmen oder sowas. Ich möchte mich nicht genau festlegen, zu welcher Kultur das jetzt gehört, aber auf jeden Fall kann man das einigermaßen gut kennen. Und ja, ich denke, das war's mit diesem Video an dieser Stelle auch. Ich hoffe, ich habe einigermaßen alles gezeigt. Ich hoffe, ihr habt wieder einen schönen Einblick in die, naja, Änderungen des Servers bekommen. Natürlich sind da noch tausend andere Sachen, die noch gezeigt werden könnten, zu denen ich jetzt aber nicht gekommen bin. Ich versuche einfach in nächster Zeit das wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen mit dem Serverlog, weil eben dort doch einige Sachen sind, die man noch zeigen kann. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt, wie ihr generell diesen Stil findet. Und ja, dann würde ich sagen, habt einen wunderbaren, schönen, guten Tag. Ich suche mir noch kurz einen schönen Spot, einmal hier abschließend über den Tempelhalb und hier die ganze Stadt, das ganze Dorf im Blick. Wie gesagt, habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss!